Let me love you. Kapitel 14. Dracos POV. Ich liebte sie. Sie war perfekt und brachte das Beste in mir zum Vorschein. Deswegen konnte ich ihr auch vorerst nicht von meiner Familie erzählen. Ich konnte es einfach nicht riskieren. Mir würde schon irgendetwas einfallen, und vorerst würde es mein Vater wohl nicht herausfinden. Hoffentlich. Ich würde es ihr bald sagen. Bald. Diesmal fing ich sie vor der Bibliothek ab. Ich hatte sie vom Tisch aufstehen sehen und wusste sofort, dass sie zur Bibliothek wollte. Also nahm ich einen der Geheimgänge, um ihr zuvorzukommen. Ich zog sie um die Ecke und drückte sie an die Wand, grinste sie an. Na, hast du mich vermisst? Hermine sah sich kurz um und zog mich dann bestimmt in einen Kuss. Sie murmelte ein Immer in den Kuss und ich löste mich wieder von ihr. Sanft strich ich ihr durch die Haare und sah sie dann genauer an. Mit Harry geredet? Sie hatte mir gestern davon erzählt, dass sie heute mit Potter reden wollte. Ich wusste zwar, dass Potter und ich uns gegenseitig hassten, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er die Sache nicht zu so schlecht aufnehmen würde. Anders als Weasley. Sie nickte. Ja, yep, er hat es wirklich gut aufgenommen. Wie ich gesagt habe. Perfekt. Dann hätten wir ein Problem weniger und mehr Zeit, um uns zu. Sie kam mir zuvor und küsste mich grinsend. Küssen wolltest du sagen, oder? Ich grinste ebenfalls. Du machst mich wirklich fertig, Granger. Sie knickste und kicherte. Stets zu Diensten der Herr. Dieses Mädchen war einfach zu perfekt für mich. Ich zog sie erneut in einen Kuss und sie legte eine Hand auf meine Brust. Plötzlich kamen schwere Schritte auf uns zu und wir beide schreckten auf. Ich trat einen Schritt zurück und gab ihr ein Zeichen, dass sie vorgehen sollte, damit wir uns nicht verraten würden. Das konnte ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Doch als Hermine um die Ecke gegangen war, erkannte ich plötzlich die Stimme von Krumm. Scheiße. Hermine, ich hab dich gesucht. Ruhig bleiben, Draco. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und lauschte dem Gespräch. Spähte leicht um die Ecke. Also, Hermine, ich finde, dass wir reden müssen. Du musst dich nur von meiner Freundin fernhalten, mehr nicht. Hermine sagte kurz nichts. Ähm, worüber denn? Krumm schien besorgt. Er sah Hermine mit diesem Blick an. Oh, Draco, halt dich zurück. Ich finde, dass wir die letzten Wochen eine wirklich gute Zeit hatten und so etwas wie eine besondere Bindung, mehr als Freundschaft. Er griff nach ihrer Hand. Sie zog sie nicht weg. Ich wusste, dass sie dafür zu so höflich war. Ich presste meine Fingernägel in meine Handinnenflächen, um nicht gleich um die Ecke zu schießen und Krumm eine reinzuhauen. Ich hab aber das Gefühl, dass du nicht so denkst. Also, meine Frage. Liegt es an mir? Er fing an, ihre Hand zu streicheln. Gleich war es mit meiner Geduld vorbei. Doch ich hielt meine Luft an und lauschte weiter. Dieser Trottel dachte wirklich, dass er eine Beziehung mit Hermine haben könnte. Aber warte. Hatte Krumm Hermine schon mal geküsst? Ich machte mir so viele Gedanken über diesen Möchtegern, wurde immer wütender dass ich erstmal nicht mitbekam, dass Krumm herausgefunden hatte, dass sie sich mit jemand anderem traf. Und er wollte diesen jemand finden und sich Respekt verschaffen. Dieser Idiot dachte echt, dass ich ihn respektieren würde, und Hermine ihm gehörte. Als wäre sie irgendeine Trophäe. Langsam wurde ich wirklich, wirklich wütend. Ich biss die Zähne zusammen und stützte mich mit geschlossenen Augen an die Wand. Ich war kurz davor, meine Beherrschung zu verlieren. Ich hielt das nicht mehr aus. Hermine hatte mich die letzten Tage immer wieder runtergebracht, mir gezeigt, wieso ich mich nicht aufregen sollte. Doch das war plötzlich alles weg. Der ganze Druck, der auf mir lag, prasselte auf einmal auf mich ein. Ich bin nicht genug für Hermine. Ich habe sie nicht verdient. Mein Vater wäre enttäuscht von mir. Nicht mal genug für ein Schlammblut. Als ich hörte, dass ich krumm entfernte, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und schlug mit Wucht gegen die steinerne Wand. Sofort zog ein starker Schmerz durch meine Hand, und sie fing an zu bluten. Hermine kam schnell um die Ecke und sah mich geschockt an. Draco! Ich spürte, wie mir das Wasser in die Augen stieg, war an der Wand runtergerutscht und hatte mich zusammengekauert. Es war gerade einfach zu viel. Hey. Hermine hockte sich neben mich und hob meinen Kopf an. Hey, schau mich an. Draco. Ich schluchzte. Ich hatte sie einfach nicht verdient. Ich war nicht genug. Ich sah ihr in die Augen, und sie sah mich besorgt an, entdeckte dann meine Hand, die immer mehr weh tat. Oh Gott, Draco, was hast du gemacht? Oh, du Idiot. Sie legte ihre Hände an mein Gesicht. Beruhig dich, ich bin doch da. Sie setzte sich neben mich und legte ihre Arme um mich. Doch ich konnte nicht aufhören zu schluchzen. Ruhig, Draco, ich bin hier. Sie strich mir über die Haare und ich beruhigte mich ein wenig. Ich sah zu ihr, und sie lächelte sanft, küßte mich zaghaft. Ich hatte dieses Mädchen einfach nicht verdient. Sie stellte sich auf und reichte mir eine Hand, um mir hochzuhelfen. Ich nahm sie und lächelte. Danke. Hermine küßte mich und fuhr mir durch die Haare. Ich liebe dich, Draco Malfoy, flüsterte sie. Sie hatte es gesagt. Sie fühlte wirklich dasselbe wie ich. Die letzten paar Tage waren keine Illusion gewesen, sie waren real. Ich liebe dich auch, Hermine Jean Granger. Sie lächelte so schön wie noch nie. Wir müssen dich aber trotzdem erstmal in den Krankenflügel bringen. Sie deutete auf meine Hand, und ich legte meinen heilen Arm um ihre Hüfte. Den Schmerz nahm ich jedoch nicht mehr wahr. Mein ganzer Körper war von Glück erfüllt.